So, und weiter geht's hier mit dem Umzug. 908 Hühner. Ja, Umzug Teil 2 XXL. Ja, ist echt. Puh, Freunde. Ja, ist mal lost. So, ja, ja. Noch nicht alle. Ach, das sind noch welche. Mm. So, ja. So, was haben wir hier? Ach, 29, das ist doch Pilleballe. So, was haben wir hier? 26, okay. So, das war jetzt witzig, Andy, was du jetzt gemacht hast. So. Weil, ne, so kommen wir ja nicht hier voran. So. So viele doch, ja. Ja, wir müssen mal hier weiter hier umziehen, weil, ne, ich will die jetzt doch mal hier alle weg haben. Damit wir die Hühnerstelle hier leer bekommen. Und das wäre schon, ja, sehr nobel, sehr schön, wenn wir das jetzt mal hinbekommen würden. Ja, 273. So, und noch einmal. Und noch einmal. Okay. Schon 2000 jetzt in dem Stall. War gar nicht so wenig, ne? Hier haben wir genau 100. Sehr schick hier. Da haben wir genau 100. Da war schon 2143 in dem Stall. Sieht aber halt so aus, als bräuchte ich noch einen zweiten Stall. Oder wir müssen mal ein paar Hühner hier wegbringen. So. Damit ist der Stall ja auch leer. Und warum piept denn hier noch was? Hallo? 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 Einer hier? Ach, guck mal. Guck mal, hier kann man durchgehen. Ey, das ist aber geil. Das ist ja mal geil. Ach, guck mal, hier hört man. 21 Grad, Temperatur außen, innen, 0 Grad. Wow, wow, müssen die Hühner hier frieren oder was? Sonnenstand, mhm. Ach, hier kann man wieder raussehen. Ach, wie schön. Guck, guck, hallo, hallo, einer noch hier? Ja, scheint nicht so. Okay. So. Können wir den Hühnerstall auch verkaufen? Wunderbar. So, da sind auch noch ein paar Eier übrig geblieben. Ja, ein paar Eier. Da sind sie weg. Da sind sie weg. Freunde, sie sind weg. Ja, die Hühnerstelle sind weg. Weg sind sie. So, achso. Dann wollen wir uns gucken, ey, wo wir jetzt hier weitermachen wollen. Hier sind unsere Schafe, ne, unsere Schäfchen. Ach, hier ist er schön am Einsammeln, wunderbar. Das sieht doch gut aus. Oh, hier ist er, oh, sehr schön. Hier können wir auch hier mal zum Ende, ach, hervorragend, können wir ja auch mal flügeln hier. Ach, guck mal hier, hier ist er auch, ach, herrlich. Alles kommt hier langsam zu einem Ende. Was ist jetzt hier los? Warum wird jetzt hier nicht weniger? Ah, je, je, je. So, oh, jetzt guck.
aber das denn jetzt mäht. So, hier können wir mal ein bisschen Diesel auffüllen. Das ist schon mal gut. Den kriegen wir auf jeden Fall hier voll, den anderen sicher nicht. Weiß ja gar nicht, wie lange der hier braucht. Sag mal, ne, wenn der ja nicht so viel Diesel verbrauchen würde, ne, würde ich sagen, ey, komm, Fische auch noch mal. Eben schnell Kapazität erhöhen, ne, mehr Fisch. Wäre ja super, ne, wenn wir hier noch... Aber ich glaube, das werde ich auch noch machen, dass wir hier die Fischer, die zwei Stück, ne, weil wir hatten ja im 19er, hatten wir ja auch, weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert oder vielleicht seid ihr ja neu, dann vielen Dank fürs Abonnieren. Im 19er war es ja so, dass wir dort unten im Süden, ich zeig mal eben kurz hier, und zwar hier unten, hier war das, wo Feld 57 war. Ich hatte hier dieses Feld hier vergrößert, ne? Irgendwie so war das hier. Hier war ein Feld, ne? Da war der Wald hier weg und. So, und aber hier hatten wir die Kürbisplantagen oder was das hier unten waren. Und hier unten waren alles Fischer hingeballert. Ne? Da waren alles Fischer hier. Fischer. Ein Fischer nach dem anderen. Ne? Und dann halt hier oben hatte ich auch noch welche hier, glaube ich. Also da waren Fischer genug. Also da haben wir wirklich gut Kohle mitgemacht. Und jetzt mit diesem Upgrade, ja, wäre es doch möglich. Oh, der ist auch voll. Das ist ja mal schick. So, dass wir das wesentlich einfacher handhaben können, ohne dass wir jetzt hier großartig dicke Ressourcen nochmal dafür aufbringen müssten. So, wo können wir jetzt den Diesel hin tun? Vielleicht am Hoflager, wa? Das wäre auch ja mal nicht so verkehrt. Wenn wir das nochmal auffüllen. Weil, ne, 20.000 Liter dürften da locker reingehen. Ah, ich sehe gerade noch was. Hof. Achso. Hoftankstelle hier, da haben wir doch. Sehr schön. Wir hatten noch die Rosinenproduktion vergrößert. Und da sollte auch das Lager größer sein. Das heißt, er sollte hier auch jetzt mal die Ware hier annehmen. Hallo? Warum macht er das hier nicht? Ah. Muss er erst ein bisschen hier hinterher helfen. Okay. Aber jetzt geht's auch. Guck mal. Zack. Zack. Können wir schon mal hier die ganzen Weintrauben jetzt hier einlagern hier. Damit das hier wicker geht. Aha, was ist denn jetzt? Hallo? Also, ja komm, wir drehen uns mal eben andersrum. Wir können ja auch andersrum. toller Witz, ehrlich. Wirklich toller Witz. Ach, kommen wir wieder durch die Wand, müssen wir uns wieder andersrum drehen. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Weintrauben. Das auch mal hier rein tun, ne? Sieht nochmal aus, wieder 7000 Liter. Das ist echt. Alter, kommt kaum was bei rum, ey. So, jetzt wollte ich mal gucken bei der Traubenproduktion bis zu welchem Monat läuft die. Also die Olivenproduktion läuft bis Dezember, habe ich gesehen. So, mal gucken. Also, okay. November, also August, September, Oktober, November. Das heißt, das ist jetzt hier der letzte Monat, wo wir hier Trauben sammeln können. Es sind auch nur noch 17.000 da, also von daher alles gut. Ja. Vielleicht sollten wir die auch mal upgraden. Wäre ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. So, hier ist er am Abladen. Sehr schön. So, mal gucken, wo dann hier. Der ist auch fertig. Sehr schön.
Hä? Kuckuck. Hallo? Was ist denn jetzt hier mein... die suche ich auch nicht. Das war der, mit dem ich rüberfahren wollte. Um das Schneidwerk da drauf zu legen. Wir haben schon zwei ihrer Arbeit beendet und ich bin immer noch ein Stück weiter her. Ja, also, um jetzt mal noch abschließend in dieser Folge, wie es dann weitergehen wird. Also ich werde jetzt diese ganzen Feldarbeiten werde ich jetzt machen, weil ich sag mal, passiert ja jetzt im Moment nichts Aufregendes. Also ne, die Ernte ist vorbei. Ah ne, noch nicht ganz. Ich habe noch ein Feld vergessen, habe ich euch unterschlagen. Das werde ich jetzt aber abseits der Kameras dann eben schnell ernten lassen. Das ist oben Feld, was ist das hier? Da Feld 36, Feld 39. Das werde ich jetzt noch ernten lassen. Dann war es das auch. Dann werde ich soweit weiter spielen, bis wir die ersten Produkte verkaufen können. Und das ist im Januar. Im Januar können wir hier Produkte verkaufen. Und werden dann auch das eine oder andere wirklich auch verkaufen, ne? Wie Brot, Mehl, ne? Alles, was, wo wir wirklich genügend von haben. Und ich sage, ja, oder hier Methan, ne? Ist ja auch schön Geld. All das, ne? Werden wir dann verkaufen. Und von daher, dann würde ich mich wieder melden mit der Staffel. Wird es denn da weitergehen? Wenn wir die ein oder andere Verkaufsaktion machen. Im Januar können wir dann auch, glaube ich, wieder sehen, oder? Vielleicht bin ich am Sonntag dann umgezogen oder mal gucken, ob ich noch tun werde. Ich weiß es noch nicht. So, Januar. Januar können wir noch ja nichts sehen. Erst im Februar. Das heißt, also da werde ich mich nur kurz melden. Also, ne, werde ich Folgen aufnehmen für zum Verkaufen, wo wir dann mal reine Erlösfolgen wieder haben werden, wo es wirklich nur darum geht, Produkte zu verkaufen. Mal gucken, dass ich das irgendwie in zwei, drei Folgen dann zu Ende bekomme, um dann halt ja, im Februar mit neuer Saat und ja, was dann alles da auf uns zukommen mag, wieder zurückzukommen, dann auch schon wieder, wie gesagt, ein Jahr weiter zu sein. So, und ob ich jetzt umziehe oder nicht, ja, final habe ich dann immer noch wirklich nicht entschieden. Aber ich gehe jetzt mal von aus, dass ich das irgendwie jetzt entscheiden werde. Über kurz oder lang. Ah, ja, schon drei hier wieder beendet. Schon drei fehlig. Wollen wir mal eben schnell das Schneidwerk hier drauflegen. Mal gucken, ob das funktioniert. So, jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn überhaupt auf Fels da oben? Ich weiß es nämlich gar nicht, was ist denn da drauf? 36, 39. Gelb. Da sind Sonnenblumen drauf. Ja, hervorragend. So, da können wir noch das meiste bis direkt da hochbringen. So, jetzt gerade was gucken. Kann ich dann mit der Ölproduktion vom, ja, Sonnenblumenöl stellt er her. Sehr schön. Sehr schön. Das ist doch mal wunderbar. Das, ja, dann würde ich doch die Sonnenblumen dahin bringen. Oder, ja. Ja, jetzt gucke.
36. Ja, das war's dann für diese Folge. Ich sage danke für alle, die hier wieder reingeschaut haben, die einen Kommentar da gelassen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich wünsche euch einen schönen Freitagabend, morgen einen guten Start ins Wochenende. Genau, einen guten Start ins Wochenende. Das war's von mir. Bis Sonntag, euer Andy und bye bye.